Herzlich willkommen, mein Name ist Kathleen Bergmann und ich bin Ihr Lenormand-Coach. Heute beschäftigen wir uns mal wieder mit Dreierkombinationen. Und zwar für die Liebe. Das wie immer spontan gedeutet, das heißt, ich weiß selbst nicht, was hier entstehen wird. Ich hoffe nur mal gründlich auf das Herz. Das Herz hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Und es gehört ja zum Thema Liebe. Aber ich kann natürlich die Karten jetzt hier auch nicht beeinflussen. Mal sehen, was uns erwartet. Wir haben hier das Schiff, den Anker und die Dame. Wenn wir solche Dreierkombinationen machen, fragen wir ins Blaue hinein. Wir wissen nur, es geht um die Liebe. Und anders als in echten Beratungsfällen, wo wir ganz bestimmte Situationen vorgegeben haben und dazu auch ganz bestimmte Fragen auswählen, ganz wichtig, halten wir uns hier allgemein. Warum? Damit wir möglichst viel an Aussagen aus einer Kombination herausholen können, also eine gewisse Diversität aufzeigen können, die diese Kombination preisgibt. Wir beginnen dazu bei der Dame. Es ist mal ganz wichtig, sich einen Punkt herauszusuchen, wo man mit der Deutung beginnt. Und das muss nicht immer hier am Anfang sein. Das kann auch mal die mittlere Karte sein, wenn es zum Beispiel sich um eine Themenkarte handelt, die man eben sehr schnell abgreifen kann sozusagen, also die man blitzschnell versteht. Oder eben auch mal jetzt wie in dieser Kombination hier am Schluss. Wir haben eben Dame, Anker und Schiff. Die Dame ist in dem Fall, gehen wir mal davon aus, unsere Ratsuchende, unsere Liebende. Und mit dem Anker geht es viel beim Thema Liebe um Vertrauen. Also das ist für mich eigentlich die große Vertrauenskarte. Es gibt natürlich auch andere Lenormand-Karten, die das Thema Vertrauen aufgreifen oder widerspiegeln. Zum Beispiel ja, das Haus, der Schlüssel. Aber für mich ist auf die Liebe bezogen nichts so stark mit dem Thema Vertrauen verbunden wie der Anker. Also können wir schon mal sagen, bei der Liebenden, bei der Dame, geht es um ein Vertrauensthema oder um eine Vertrauensfrage. Diese Frage wird allerdings nicht allzu viel Kritisches, nicht allzu viel an Zweifel oder Unsicherheit aufwerfen, denn das haben wir hier nicht liegen. Wir haben hier keine Wolken platziert, hier ist kein Berg, also hier ist nichts, was das Vertrauen grundsätzlich erschüttern könnte. Wir haben dafür hier im Anschluss das Schiff, was aus dieser ganzen Geschichte rausfährt. Das wissen Sie, das macht auch nochmal einen Unterschied, ob hinein oder hinaus. Weil das Schiff hinausfährt, können wir uns jetzt hier überlegen, was das Schiff mit dem Anker bedeutungsmäßig zu tun hat. Das ist ja keine Botenkarte, ne? Deswegen hier der Weg nach draußen. Ich finde, das Schiff ist für mich zumindest, meiner Erfahrung nach, dann häufig ein Indikator für eine Entwicklung. Und auch in der Liebe, da haben wir sehr, sehr viel mit Entwicklungen zu tun. Sollte man zumindest, denn sonst geht es ja nicht weiter. Egal, in welchem Stadium sich die Liebe befindet. Ob innerhalb einer bestehenden Beziehung oder so ganz am Anfang, wenn vielleicht die ersten zarten Gefühle aufkommen. Das alles wissen wir jetzt nicht. Wie gesagt, keine konkrete Frage, keine konkrete Situation. Vertrauen hat sie auf jeden Fall in die bevorstehende Entwicklung, in das, was kommt, das ist das, was das Schiff spiegelt, das, was kommt, das, was passiert, eben die Entwicklung. Darauf vertraut sie voll und ganz. Das ist positiv. Übrigens, für mich spielt es hier in diesem Dreiergefüge gar keine Rolle, dass die Dame hinausschaut. Wenn sie am Anfang liegen würde, ja, und wir diese Konstellation hier hätten, wäre das für mich genau das Gleiche, ne, als wenn es so da liegt. Erst wenn wir eine große Tafel haben, dann achten wir ganz deutlich auf die Blickrichtungen. Und vor allem dann, wenn sich auch noch andere Personenkarten, wie zum Beispiel der Herr, in der ganzen Situation befinden, dann sollte man da natürlich schon mal einen Blick drauf werfen, im wahrsten Sinne des Wortes, und gucken, ne, wohin sich die Dame dreht.
ist jetzt hier uninteressant. Das nun mal grundsätzlich zu Dreierkombinationen. Ne? Also da ist für mich die Blickrichtung nicht entscheidend. Ich gebe Ihnen ja auch immer Deutungshilfen mit und Deutungstipps, die Sie für sich hoffentlich auch gut verwerten können. Also, das Vertrauen in die bevorstehende Entwicklung ist gegeben. Das ist eine Möglichkeit. Jetzt kommen wir mal noch zu einer weiteren Deutungsoption. Mit dem Anker gibt es auch immer viel Arbeit. Das ist ja normalerweise unsere klassische Berufskarte. Vom Beruf reden wir jetzt hier nicht, wir befinden uns im Kapitel Liebe. Da halten wir mal den Beruf schön außen vor. So, außer es geht um Liebe am Arbeitsplatz, Spezialfall interessiert uns gerade nicht. Also, sie kann oder sie möchte an etwas arbeiten. Und an was, sagt uns hier auch wieder das Schiff, nämlich an der Entwicklung der Beziehung oder an dem Zustandekommen der Beziehung, beziehungsweise erst einmal, da gibt's ja auch immer noch einen Weg dahin, das wissen Sie alle, ne? Bis so eine Beziehung zustande kommt, das ist richtig Arbeit, ja? Und die ist sie hier bereit zu investieren. Also, man könnte eigentlich auch sagen, sie ist gewillt, sie ist bereit dazu, etwas für diese Beziehung zu tun, da etwas reinzugeben, hier sich auch ein Stück weit mit dem Schiff auf den Weg zu machen, das auch einzugehen. Das ist eigentlich, das signalisiert eine totale Bereitschaft aus meiner Sicht. Wenn jetzt hier daher liegen würde, das Gleiche, ja, dann könnte man eben von dem entsprechenden Partner sprechen. Ich rede ja hier immer aus der Warte einer Frau heraus. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel als Mann die Karten legen. Ich weiß, ich habe auch ein paar männliche Zuschauer. Es sind nicht allzu viele. Trotzdem beglückwünsche ich das natürlich. So, jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines Mannes. Und der hat genau diese Kombination vor sich. Dann handelt es sich natürlich um die Frau, die er möchte oder um die Frau, die er liebt. So. Und dann könnte man auf jeden Fall daraus lesen, dass diese Frau eben Bereitschaft signalisiert und dazu bereit ist, hier den Weg zu gehen, vielleicht auch, der Anker kann gerne auch mal ein Ziel widerspiegeln, auch dazu bereit ist, diesen Weg wirklich, ich sag jetzt mal, zu Ende zu gehen. Also damit meine ich nicht das Ende der Beziehung, sondern damit meine ich einfach wirklich, diese Beziehung laufen zu lassen und da auch am Ball zu bleiben und eben alles mitzumachen oder mitzunehmen, was diese Beziehung mit sich bringt. Jetzt fällt mir noch ein schöner weiterer Aspekt ein. Das Schiff widerspiegelt unsere Sehnsüchte, unser tiefes Verlangen. Das, was wir uns aus dem vollen Herzen heraus wünschen. Und der Anker bedeutet häufig auch in Sachen Liebe, einmal habe ich ja das Vertrauen vorhin schon genannt, natürlich auch gewisse Zielsetzungen, das ist ja auch immer wichtig, dass man gemeinsam Ziele hat und so weiter, bedeutet aber auch Fixierungen. Das heißt, man ist ganz stark auf hier, auf eine Sehnsucht, auf eine Vorstellung fixiert und lässt davon auch nicht ab. Das ist vielleicht so ein Stück weit, doch, ich sag jetzt mal, ein dezent negativer Aspekt. So richtig negativ ist es nicht, aber es kann natürlich schon sein, dass die Dame eben dermaßen fixiert auf diese Vorstellung ist, sich sehr so sehr in diese Sehnsucht hineinsteigert, ja, dass es im Grunde genommen ihr, vielleicht auch dem Gegenüber, gar nicht so gut tut, weil sie so so ganz übertrieben, ich sag jetzt auch mal, Schiff kann ja auch mal für eine Leidenschaft stehen, weil sie so ganz übertrieben an dieser Leidenschaft, ja, anhaftet, fixiert. Das ist eine wunderbare Deutung dafür. Das sind jetzt drei Möglichkeiten, die ich Ihnen dazu gegeben habe. Wenn Sie noch weitere Ideen haben, und ich bin mir sicher, dass Sie noch eine wunderbare Aussage zu dieser Karte finden, so wie es ganz oft auch jetzt schon in den anderen Kombinationsvideos der Fall war. Gerne Ihre Vorschläge unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darauf und beantworte das auch. Genauso, wenn auch mal die ein oder andere Frage besteht dazu.
Und wir widmen uns weiter dem Thema Liebe. Das hört natürlich nicht auf. Und ich freue mich darauf. Bis dann.